Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von dem Balea-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei DM gibt es den Balea Pflege-Adventskalender für 14,95 € zu kaufen. Ich habe ihn online bestellt, der ist heute eingetroffen und ich möchte mit euch zusammen auspacken. Wir haben hier eigentlich immer so ein total schönes Weihnachtsdesign, das haben wir jetzt ja auch auf dem Adventskalender, welches wir dann auch auf den Produkten wiederfinden werden. Und ja, dann legen wir mal los. Oha, da ist schon was verrutscht, das lege ich mal schnell zur Seite, weil das wird sicherlich die Nummer 7 sein von der Größe her. Be obsessed with your own potential steht da drin, also du sollst quasi beeindruckt von deinem eigenen Potenzial sein. Und als erstes haben wir ein Waschgel mit Glycerin, 20 ml sind hier drin enthalten und ich versuche euch die Werte, die Produktwerte, die Produktpreise anhand des Balea-Sortiments so ein bisschen runterzurechnen. Ne? Also das wird immer nur so Pi mal Daumen sein. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber es passt eigentlich immer ganz gut. Ja, das ist ein total schönes Design. Ich stehe einfach drauf, dass Balea bei den Adventskalendern das halt auch immer so schön aufgreift. Das macht einfach dann auch übers ganze Jahr verteilt Spaß, die Produkte zu verwenden. In Türchen Nummer 2 werden wir darum gebeten, ein Leben selber zu bilden, wo wir gar nicht drauf warten können, darin aufzuwachen. Das ist total süß gemacht tatsächlich. Und hier habe ich eine Aromadusche drin mit weihnachtlichem Zimt und Orangenduft. 50 ml habe ich hier enthalten. Und das ist doch auch eine schöne Geschichte für die Weihnachtszeit. Würde ich jetzt nicht ganzjährig verwenden, muss ich gestehen. Riecht wirklich angenehm, weil ich eigentlich nicht so gerne Orangenduft mag. Die Zimtnote kommt wahrscheinlich erst dann raus, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also quasi, wenn es auf der Haut ist. Ne? Ich finde es cool. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier steht drin, dass Faultiere bis zu einem Monat brauchen, um ihr Essen zu verdauen. Ich liebe es einfach. Eine Tagescreme verleiht der Haut neue Energie mit Vitamin C und Vitamin E. 20 ml sind hier drin enthalten. Und wenn ihr eine Tagescreme mit Vitamin C verwendet, verträgt sich das natürlich super mit dem Sonnenschutz. Ihr solltet trotzdem aber nochmal umso mehr darauf achten, Lichtschutzfaktor zu verwenden. Und ja, Vitamin E ist ja schöner als Vitamin. Vitamin C macht so ein bisschen Aufhellen von Pickelmalen oder von Pigmentflecken. Das finde ich ganz cool. Ja, und ein süßes Design ist auch noch mit dabei. Hier haben wir die Nummer 4. Mach es nicht perfekt, sondern mach es immer besser, steht im Kläppchen drin. Wintershampoo und ja, für wintergestresstes Haar, die Limited Edition mag ich sehr gerne. 50 ml haben wir hier drin enthalten. Auch das ein Klassiker in dem Balea Adventskalender, was ich persönlich immer ganz gut finde. Ich habe ja gerade, also ja, ich habe jetzt eigentlich aktuell die Schwangerschaft, aber auch generell sehr, sehr trockene Haare. Ich habe jetzt auch ein bisschen Haaröl drin, aber im Winter umso mehr. Deswegen kann ich dann auch ein extra Wintershampoo immer ganz gut gebrauchen. Am 5. Dezember, dem Tag von Nikolaus, werden wir so ein bisschen auch daran erinnert, dass wenn wir nur morgens einen kleinen, winzigen, niedlichen und positiven Gedanken haben, dass der ganze Tag damit einfach verändert werden kann. Und das ist ja auch so eine self-fulfilling prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiung, dass man quasi einfach mit einem positiven Gedanken in den Tag startet und schon wird alles ein bisschen besser. Stimmt absolut. Und hier haben wir als Produkt drin das Micellenwasser für eine schonende Reinigung mit 20 ml. Ich persönlich mag nicht so gerne Micellenwasser, aber das ist wirklich Geschmackssache. Da macht jeder das, was er so möchte und wo er meint, was er mit der Haut am besten verträgt. Ich bin ein absoluter Fan von Double Cleansing, also erst ein Reinigungsbalsam und danach gebe ich mir dann halt einen Reinigungsschaum oder Reinigungsgel oder so unter der Dusche drüber. Ne? Und dann bin ich wundervoll abgeschminkt. Am Nikolaustag werden wir daran erinnert, beziehungsweise steht drin, your only limit is your own mind, also quasi, dass das die einzige Grenze, die man wirklich hat, die eigenen Gedanken sind. Also wenn du dir selber eine Grenze setzt, ist die Grenze da, ist klar. Und hier habe ich ein etwas besonderes Produkt drin, und zwar in einem Zentimeter Länge und ein Zentimeter Breite und 3 Metern Länge aus Papier, ein Washi-Tape. Okay, Klebeband aus Papier ist total niedlich, also wirklich hübsch, ne? Und es ist auch immer so, dass wir in der 6 und in der 24 auch ein bisschen besonderere Produkte drin haben. Das feiere ich immer sehr und das kann man auch schön nehmen, wenn man so Geschenke einpackt. Ist cool.
In der Nummer 7 steht drin, dass du dich quasi in die in den Gedanken verlieren sollst, die beste Version von dir selbst zu werden. Also sehr, sehr episch, dieser Adventskalender, oder? Und da ist dieses Produkt drin, was heruntergeflogen war, sind Augenpads. Sternförmige Hydrogel-Augenpads feiere ich hart mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Und ich habe tatsächlich eine kleine Berlin-Reise vor mir. Und wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade in Berlin. Und da werde ich diese Pads morgens verwenden, ja. Die Nummer 8, genau. Was zur Hölle? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil es Sammys Geburtstag ist, also von meinem wundervollen Hund, und weil sich das darauf reimt. Und in dem Kläppchen steht drin, das wusste ich aber tatsächlich schon, dass Ohren und Nase ein Leben lang nicht aufhören zu wachsen. Das kenne ich tatsächlich. Wenn man sich nämlich so ältere Menschen anguckt, dann sieht man auch, dass sie recht große Nasen und Ohren haben, was mir ein bisschen Angst macht, denn meine Ohren sind wirklich groß. Komme ich aber mit klar. Und hier haben wir 50 ml von der Bodylotion drin mit wundervollem Vanille-Kokosduft. Und joa, also das müsste ich dann tatsächlich jetzt mal bald verwenden, weil aktuell macht mir Kokosduft auf einmal nichts mehr aus. Ne? Das sind die Hormone, die eskalieren so ein bisschen. Und deswegen, ja, kann ich mich damit mal ein bisschen eincremen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Duschpeeling freuen und über die Information, dass du zwei Möglichkeiten hast, eine Aktion zu machen, wenn es schneit. Entweder schaufeln, also quasi Schnee schieben, oder Schneeengel machen. Also ich präferiere Schneeengel machen. Der Gesetzgeber möchte gerne, dass wir auf jeden Fall die Wege frei machen, ne? Aber gut, ja. Egal. Mit blumigem Rosenduft haben wir das Duschpeeling und das sind 50 ml und das schreit natürlich meinen Namen. Ich mag super gerne Rosenduft, das ist voll meine Welt. Ist jetzt auch nicht so unbedingt dann speziell weihnachtlich vom Duft her, aber von der Verpackung, und ich finde das cool. Also mir gefällt es wirklich gut. Ist dann wahrscheinlich auch ein mechanisches Peeling, ne? Also quasi mit Peeling-Partikeln. Das mag ich für den Körper echt gerne, wenn es so schrubbert. Auch in der Nummer 10 darf es mit einem schlauen Spruch weitergehen. Und zwar bekommen Koalas scheinbar einen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Ich weiß nicht, mein Baby im Bauch bekommt auch in letzter Zeit relativ häufig Schluck auf. Und ich muss echt schmunzeln. Und ich muss aber auch gestehen, manchmal nervt es ein bisschen, wenn man einschlafen möchte. Und der ganze Bauch immer mal wieder so brr, brr, brr. Auf jeden Fall haben wir hier drin eine Winterspülung mit Panthenol für strapaziertes Haar. Ne, das habe ich definitiv. Hier sind nur 20 ml drin, was ich ein bisschen wenig finde. Aber gut, ja, ne? Also, ja, weil wir hatten ja 50 ml von dem Wintershampoo drin. Aber besser als nichts. Am 11. Dezember werden wir darum gebeten, unser Mindset, unsere Gedanken zu trainieren, damit sie halt positiver werden. Und das finde ich irgendwie ganz schön vom Gedanken her. Also der Kalender gibt auf jeden Fall so einen schönen Vibe mit. Handcreme habe ich hier drin für geschmeidig zarte Hände mit 20 ml. Auch sowas kann man im Winter gut gebrauchen, wenn man so richtig ausgetrocknete Haut hat. Kommt es wirklich sehr, sehr gut, sich einfach mal eine schöne Handcreme zu gönnen. Und ich feiere es einfach, dass irgendwie gefühlt jedes Typchen, jedes Produkt hier bei dem Adventskalender schon dieses weihnachtliche Design hat, was der Adventskalender ja auch hat, ne? Aber irgendwie alles so ein bisschen anders und das finde ich schön. Am 12. Dezember sollen wir etwas machen, was uns am nächsten Tag stolz machen würde. Und das finde ich auch irgendwie schön von der Idee her. Ein Haaröl habe ich hier drin für strapaziertes Haar. Also ja, 20 ml sind hier drin enthalten und ich mag Haaröle. Ich habe hier auch ein Haaröl stehen. Ich habe mir, wie gesagt, heute Morgen ein Haaröl reingemacht. Meine Haare brauchen das, ne? Denn nicht nur die Haut wird im Winter relativ trocken sein, sondern auch die Haare. Am 13. Dezember werden wir darüber informiert, dass damals aus Platzgründen, weil die Wohnungen und Häuser wohl nicht ganz so groß waren, die Weihnachtsbäume an der Decke aufgehangen wurden. Finde ich irgendwie so von der Idee her ziemlich witzig. Und hier haben wir drin eine Duschcreme mit Schoko-Honig-Duft, 50 ml. Ich muss gestehen, ich bin nicht der Ultra-Fan davon, mich mit Essen abzuduschen, aber ich weiß, dass viele das ziemlich feiern. Der 14. Dezember möchte uns so ein bisschen animieren, dass wir aus unserer Komfortzone ausbrechen. Denn hier steht drin, dass gute Dinge nicht aus Komfortzonen entspringen. Das heißt, man muss auch einfach mal so ein bisschen nach links und rechts schauen. Ich finde es süß, definitiv. Und hier haben wir eine Augencreme drin. Augenpflegecreme spendet Feuchtigkeit mit Vitamin E. 10 ml sind hier drin. Also es gibt ja die Riege von Menschen, die sagen, Augencreme bringt was, und die, die sagen, Augencreme bringt nichts. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt scharf stellen möchte, empfinde bei meiner sehr sensiblen Augenpartie eine Augenpflege als sinnvoll und verwende sie immer gerne. Am 15. Dezember steht einfach drin, a Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Lieben wir. Und hier ist eine Lippenpflege drin. Der Lippenbalsam mit cremigem Schokoladenduft erinnert mich so ein bisschen an die,
war von Rossmann. Uiuiui, Riva Loves Me Holy Grails Limited Edition mit Maxim zusammen für geschmeidig weiche Lippen. Denn da, hier sind 8 Milliliter drin, ne? Da hatte Maxim ja auch so ein ähnliches Produkt drin. Das ist ja interessant. Man muss nur aufpassen, dass man das ganze Typchen nicht auf einmal vernascht, wenn es ganz so gut schmeckt. Das, was da am 16. Dezember dran steht, verstehe ich nicht ganz so gut, muss ich gestehen. Aber ich würde es interpretieren als jeden Tag ein kleiner Schritt und am Ende hast du ein großes Resultat quasi. Hier haben wir eine Haarmaske drin enthalten. Das ist eine Nährpflege- und Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar mit winterlichem Blumenduft. Da bin ich gespannt drauf. 20 Milliliter sind hier drin. Wenn man so lange Haare hat wie ich, dann reicht das tatsächlich für eine Anwendung. Ne? Ab Ohrläppchen rein und dann einwirken lassen. Wenn man etwas kürzere Haare hat, kann man das safe auf 2 Anwendungen aufteilen. Aber schön. Eine Woche vor Heiligabend werden wir daran erinnert, beziehungsweise sagt uns der Adventskalender, dass du im Prinzip niemals einen Verlust hast. Also entweder gewinnst du oder du lernst aus dem, was du halt erlebt hast. Und das finde ich auch irgendwie ist voll die positive Einstellung, wenn man das halt umsetzen würde. Ich habe das also leider noch nicht so wirklich verinnerlicht. Einen Haarduft haben wir hier drin. Das finde ich cool. Mit winterlichem Blumenduft 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Erinnert ihr euch noch an den Haar-Adventskalender, den es mal von DM gab? Da waren ja auch echt von verschiedensten Haarmarken Produkte drin enthalten. Und ich weiß, dass viele, viele den auch echt vermissen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier auch quasi dann so ein Flashback für viele geben wird. Aber cool. Cool. Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember steht drin, das wusste ich tatsächlich aber auch schon, dass Otter sich, wenn sie schlafen, so an den Händchen festhalten, dass sie dann im Wasser nicht auseinandertreiben. Und das ist so romantisch, oder? Ja, Weihnachtszeit ist die Zeit der Liebe, ich sag's euch. Hier ist ein Schaumbad drin mit Zimt und Orangenduft, das wird weiter wandern. 50 Milliliter sind hier drin enthalten, weil wir keine Badewanne haben. Aber das ist nicht schlimm, theoretisch kann man da ein Fußbad ja auch von machen, ne? Aber ich weiß, dass ich damit jemand anderem eine Freude machen kann. Am 19. Dezember hätte auch genauso gut drinstehen können, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Hier steht drin, dass quasi Einzigartigkeit viel, viel schöner ist als Perfektion und das sehe ich auch als so wahr an. Hier habe ich eine Gesichtsmaske drin, spendet intensive Feuchtigkeit mit Traubenkernöl, 20 Milliliter und sowas reicht auch immer für eine ganze Weile. Ne? Also da kommt man gut lange mit hin und ich finde es schön, dass es hier auch solche ja, Typchen oder Pöttchen Gesichtsmasken drin gibt. Irgendwie ist das Zitat Celebrate Every Victory in der Nummer 20 ziemlich witzig, weil hier ist eine Fußbutter drin mit süßem Vanilleduft, 20 Milliliter, weil du quasi ja jede Befreiung in irgendeiner Art und Weise feiern sollst. Okay, befreite Füße und so, ne? Füße befreit von Trockenheit. Wie soll ich das interpretieren? Oder habe ich Victory gerade falsch übersetzt? Heißt es eher Sieg? Ich weiß es nicht. Am 21. Dezember wird uns gesagt, dass wenn du 3 Minuten Zähne putzt, dass du 10 Kalorien verbrennst. Ja, natürlich, wir bewegen uns ja schon so ein bisschen dabei. Und hier ist wieder ein Duschgel drin enthalten mit weihnachtlichem Duft, 50 Milliliter. Passt auf jeden Fall in die Weihnachtszeit und erfahrungsgemäß haben wir ja auch immer recht viel Duschgel so hier drin. Das ist jetzt ja die dritte, ne? Aber finde ich nicht schlimm, weil ich habe damit gerechnet. In der zweiten Schnapszahl am 22. Dezember steht drin, dass Katzen 70% in ihrem Leben schlafen durchschnittlich. Das ist krass, oder? Eine Nachtcreme habe ich hier drin mit intensiver Feuchtigkeitspflege über Nacht mit 20 Millilitern. Ja, ich glaube, eine Tagescreme hatten wir drin. Jetzt haben wir hier auch eine Nachtcreme, Micellenwasser und Augencreme haben wir hier mit drin. Also auch das Gesicht wird hier ganz schön versorgt. Das finde ich gut. Am Tag vor Heiligabend steht drin, dass Winter keine Jahreszeit ist, sondern eine Celebration, also quasi eine Party, eine Zelebration, eine Feier, wie auch immer. Ich finde es auch sehr süß. Nur leider haben wir gar nicht so viel Winter mehr. Und wenn wir Winter haben, dann haben wir hier gefühlt 5 Meter Schnee und kommen nicht mehr aus dem Haus raus. Ne? Das ist verrückt. Hier habe ich auf jeden Fall ein Körperöl. Das nehme ich auf jeden Fall mit nach Berlin. Richtig cool. Mit Mandelöl, duftet nach Vanille. 20 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Und sowas kann man einfach auch sehr, sehr gut gebrauchen. Nicht nur gegen Schwangerschaftsstreifen, sondern auch generell, um die Körperpflege oder als Massageöl zu verwenden. Ne? Finde ich gut. Und passend zu Heiligabend hat sich jetzt auch mein Akku verabschiedet, aber den schauen wir uns mal zusammen an. Erfahrungsgemäß haben wir nämlich am 24. Dezember auch immer irgendwas Spezielles hier drin. Das ist dann kein Pflegeprodukt oder so, sondern irgendwie so ein Handwärmer oder so. Oh, Magic is in the air. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und ein wunderschönes neues Jahr mit vielen magischen Momenten, dein Balea-Team. Das ist süß.
Das ist eine Tuchmaske. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich gestehen. Vor allem nicht nach dem, was man sonst die Jahre drin hatte, ne? Aber ist cool. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Vanilleextrakt und Mandelöl. Und ja, ich mag gerne Tuchmasken. Auf jeden Fall. Und ich finde sowas auch für die Weihnachtszeit, die Winterzeit sehr süß. Vor allem, weil du jetzt einfach auch dieses Muster auf deinem Gesicht tragen wirst. Es ist ganz süß, ne? Hätte ich aber ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt wirklich mit irgendwas anderem gerechnet, wobei wir da dann am 6. Dezember jetzt dieses Produkt drin hatten. Und da finde ich den klassischen Lippenpflegestift, der so geformt ist wie so eine Weihnachtsmütze oder so. Kommen wir mal zum Fazit. Oh, mein Gehirn ist auf jeden Fall gekocht, das kann man nicht anders sagen, denn ich packe den Adventskalender ja immer so aus, wenn es so draußen 30 Grad sind. Was ist das denn jetzt? 29 Grad läuft, ne? Auf jeden Fall, ja, war das jetzt der Balea Adventskalender. Ich muss einfach immer wieder jedes Jahr aufs Neue sagen, er lohnt sich. Er lohnt sich einfach, weil du kriegst für 15 Euro 24 schöne Artikel, wo du dich im Prinzip jeden Tag drüber freust. Es sind brauchbare Produkte, die halt auch von vielen Leuten verwendet werden können. Und es ist irgendwie auch dieser Mut, der mitgegeben wird, diese Stimmung. Und ich finde den einfach immer wieder empfehlenswert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare, eure Erfahrungen vielleicht auch mit den Produkten. Vieles davon werde ich ja natürlich auch selber behalten und aufbrauchen und euch dann im Aufgebraucht-Video davon berichten. Und ja, das war es jetzt hier von mir und dem Balea Adventskalender aus dem Jahre 2022. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!